Das hier ist wahrlich das Frühstück der Götter. Oder Mittagessen. Abendessen würde aber auch gehen. Schaschuka, auf geht's. Wir starten mit Tomatenwürfeln. Die Schalotten einfach in feine Scheiben runterschneiden. Und euren Knoblauch könnt ihr, wie ihr wollt, grob hacken. Pfanne mit Olivenöl heiß werden lassen. Knoblauch und Schalotten direkt reingeben. Tomaten oben drauf geben. Mit einer ordentlichen Prise Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und Harissa würzen. Für 5 bis 10 Minuten einkochen lassen. Macht kleine Mulden in eure Tomatenmasse und packt da euer Ei rein. Deckel drauf und die Eier gar ziehen lassen. Nach 2-3 Minuten nehmt ihr den Deckel ab, stellt die Hitze runter und eure Shashuka ist fertig. Die könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, mit ein bisschen Petersilie oder Koriander bestreuen. Und ich finde, zur Tomate passt Joghurt immer noch ganz hervorragend. Et voilà, Shashuka. Fresse verbrannt, aber lohnt sich. Mmh.